Ihr seht mein Screen noch nicht, aber das wird sich gleich ändern. Genau. Erstmal allen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, das war nur der Clemens, ein gutes Neues, aber auch nochmal kollektiv. Danke. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und nicht Corona betroffen und so weiter. Und haltet die letzten 2, 3 Monate, bis es jetzt durch ist, dann noch durch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, genau. Ich habe ein paar Themen reingeschrieben. Habt ihr noch was? Also gibt es irgendwas zu ergänzen noch? Noch nichts über den Zaun geschmissen gekriegt, sonst würde ich einfach anfangen, ein bisschen zu erzählen. Scheint nicht so. Schieß los. Alles schießt los. Genau, also vielleicht der erste Punkt, der betrifft den Community Call an sich. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt schon. Es gab letztes Jahr gab es ja einige Ideen. Ich glaube, die ersten, die aufgeschlagen sind, war der Tobias und der, wer war das noch? Der Moritz, glaube ich, die gesagt haben, es wäre sinnvoll, irgendwie in der Community auch so Slots zu haben, wo man ein bisschen längerfristig ankündigen kann, dass da an irgendwas gemeinsam gearbeitet wird, ne? Weil im Community Call hat man ja doch eher so, wird eher so Bericht erstattet kurz, ne? Und wenn irgendwas 10 Minuten dauert, ist es schon sehr lang. Und da haben wir jetzt so ein bisschen dran rumgezahnt, wie man das machen kann. Und das Ergebnis war quasi ein anderes Format, was wir mal hatten und was schon lange geschlummert hat, jetzt wieder zu beleben, nämlich diesen Knowledge Jam und den zu verheiraten mit dem Community Call. Also wen das im Detail interessiert, ich habe da so einen Blog mal verlinkt, da steht es ein bisschen ausführlicher drin. Ich weiß nicht, Carsten, du bist, glaube ich, der Einzige, der öfter schon mal beim Knowledge Jam Oh war. ja, das ist ja historisch, genau. Das ist historisch, genau. Also da ist in dem Blogpost ist quasi die Wiki-Seite verlinkt, den haben wir gestartet in 2005. Da hatte der witzigerweise ein Thema, was jetzt gerade wieder hochkommt, nämlich Enterprise-Wikis. Und den hatten wir quasi so, ja, je nachdem, wie viele Themen es gab und wie oft wir Zeit hatten, so 2 bis 3 Mal im Jahr. Und war immer so ein ganzer Tag, so ein bisschen wie Barcamp angelegt, mit so einzelnen Sessions drin. Ne? Und man sieht, wenn man jetzt hier nach hinten geht, dann fängt es an, sich so auszudünnen. Ne? So 2016 haben wir die No-Touch gestartet. Da waren dann 2017, gab es die noch 3 Mal und da wird es dünner und dann ist der eigentlich so mehr oder weniger eingeschlafen. Muss man sagen. Vom Modus war das wie so Mini-Barcamp, meist mit 3 Tracks parallel. Ich weiß gar nicht, ob die, ich habe mir das jetzt für dieses Jahr vorgenommen, mal die ganzen Sessionpläne und so da auch zu verlinken. Da haben wir auch gar nicht Dokumentation so richtig gemacht und es waren auch nicht nur 3 Leute da. Da kommen dann auch die Bilder rein und so weiter. Also wer mag, kann da mal reinlesen. Und der Gedanke war jetzt, das habe ich hier in dem Blog ein bisschen beschrieben, sozusagen das zusammenzuführen, zu sagen, wir verkürzen den Community Call ein bisschen, aber nur um 10 Minuten, also 13 bis 13:50 Uhr. Und der funktioniert auch nach wie vor so, wie er bisher funktioniert hat, nämlich wer Themen hat aus den Teams oder von uns, schmeißt sie einfach mit rein. Wir packen die in eine Agenda. Servus Andi, Servus Markus. Und da kann man berichten, da kann man Sachen ankündigen. Für März haben wir jetzt schon ein Leadership-Team, die wollen Learning Journey machen und so weiter. Also der bleibt im Prinzip gleich. Und diesen Knowledge Jam-Teil, den haben wir jetzt da mal hinten dran geklebt. 2 Session-Runden, 14 bis 14:45, 15 bis 15:45. Und wer möchte, kann da sozusagen einfach Sessions rein pitchen, in Anführungszeichen. Pitchen einfach eintragen in den Sessionplan. Und um das so einfach zu halten, wie es irgend geht, ist jetzt auch der erste Ansatz mal, dass wir gar nicht einen extra Sessionplan machen, sondern wie ihr hier seht, der hängt hier unten dran. Na, das sind auch die 2 Sessionrunden. Dieser Beitrag hier, der ist in sogenannten Wiki-Modus geschaltet. Also das heißt, den kann nicht nur ich bearbeiten, sondern den kann jeder bearbeiten. Und das heißt, wenn jemand ein Thema hat, kann man das einfach hier eintragen. Dann können 1, 2, 3, 4, 5 Sessions hintereinander stattfinden und parallel stattfinden, je nachdem, wie viele Themen es halt gibt. Und das würde jetzt mal das erste halbe Jahr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Heute, es war ja letztes Jahr der DPV angeregt und der Achim, dass man, und der Karl Damke von den Sketchnotern, dass man mal so ein
so einen Maintainer-Austausch, also Leitfaden-Maintainer-Austausch machen. Und die Idee von der Piwi war, dass wir so eine Art, weiß nicht, es hat noch keinen Namen, wie habe ich das hier genannt? Ich glaube, auf dem Pad habe ich es versucht irgendwie zu nennen, ein Helferinnenpool. Also man merkt halt, dass wenn Leitfadenteams neu anfangen, geht es erstmal darum, wie organisiere ich mich überhaupt, wie viel Zeit verwende ich drauf, mir ein Inhaltsverzeichnis zu überlegen, wie geht es mit diesem komischen GitHub, wie mache ich die Strukturen, wie schneide ich die Katas. Ne? Und da war halt der Gedanke, dass man Leute, die das öfter schon gemacht hat, aus so einem Pool ansprechen kann und dann können die einem bei bestimmten Sachen einfach helfen. Ne? Das ist nicht quasi nicht wie eine Zeitarbeitsfirma, dass man sagt, wir brauchen jetzt jemanden, der uns dieses GitHub komplett übernimmt, sondern eher so Anlaufhürden irgendwie zu umschiffen. Und das wollen wir halt hier heute in dem Slot mal machen, 14 Uhr. Und mit Carsten habe ich letztes Jahr ja schon, weiß gar nicht, wie lange sind wir da dran, schon über ein halbes Jahr, ne, an der Bestimmt, ja. Konsolidierung LernOS für Organisationen Canvas und auch Konsolidierung der Leitfragen nach ISO 30401. Das wollen wir spätestens bis zur LOSCON fertig haben. Und das haben wir sozusagen auch in den Slot reingelegt. No? Da ist einfach die Idee, wer will, kann da Sachen reinschreiben und die finden dann statt. Am Ende vom Community Call gehen wir da einfach einmal kurz drüber und schauen, was da drin steht. Ist klar, dass da jetzt am Anfang, das wird ein bisschen brauchen, bis das angelaufen ist. Aber wie gesagt, für März haben jetzt schon einige angekündigt, dass sie da was machen wollen. Und so wie der Community Call auch einmal im Monat erstmal nur. Ne, dass man so einen synchronen Punkt hat. Genau. Ist da Feedback dazu oder Gedanken, Ideen? Passt so? Kann man brauchen? Super, ich habe es leider erst. Ich bin erst beim Vorbereiten auf den Termin erfahren, dass es so ist. Heute kann ich leider nicht, aber in Zukunft kann ich das gut verstehen. Ja, das ist das Schöne am lebenslangen Lernen. Das dauert noch ein paar Jahrzehnte. Das muss nicht von einem Monat von 0 auf 100 gehen. Genau. Ich finde es immer, ich würde jetzt auch, habe ich mir für nächste Woche vorgenommen, wirklich alle Community Call und Jam-Termine für das ganze Jahr schon einzustellen. Na, dass die quasi hier. Das ist nämlich auch, da wäre ich auch immer wieder gefragt, wir haben ja hier oben angepinnt diesen Community-Kalender, wo eigentlich alle Events drinstehen, auch inklusive den Einwahldaten. Ne? Und da sieht man schon, dass hier die Community-Calls schon eingetragen sind, also da sind alle Termine. Und ich würde da auch direkt die Seiten dahinter legen, dass wenn jetzt irgendwie ein Team sagt, wir wissen, im Mai wird digitale Trainer-Leitfaden fertig, dann würden wir gerne eine Session dazu machen, in dem Knowledge Jam Teil, dass man das jetzt schon für Mai eintragen kann. Na, weil der Modus in Vergangenheit war immer so, dass ich halt eine Woche oder 10 Tage vor dem Community Call erst die Seiten angelegt habe. Ne? Und dann hatte ich E-Mails, wo dann stand, wir wollen im Mai was machen. Wenn ich dann da nicht dran gedacht habe, dann ist es verschütt gegangen und hat es nicht stattgefunden. Also so die typische Community-Thematik halt. Genau, also da kann man. Kann man schauen. Ich kann mir vorstellen, dass sowas wie diese Maintainer, also die einige von den Leitfaden-Maintainern haben mir schon signalisiert, da werden wir heute auch drüber sprechen, dass das sinnvoll wäre, sowas einigermaßen regelmäßig zu machen. Ne, vielleicht einmal im Quartal oder alle 2 Monate, weil da gibt es immer wieder Themen zu den Leitfäden. Genau. Dann das ist eine Kleinigkeit. Ich mache mal gerade die anderen Tabs zu, dann sieht es nicht so verwirrend aus. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die lernos.org hat sich verändert. Bisher war das ja immer eine, ich weiß gar nicht, was das genau war, Jekyll, glaube ich, so ein Static Page Generator, den wir auch in dem GitHub gehostet hatten und damit noch eine andere Technologie als all die anderen Sachen, die wir eh schon haben. Und ich habe den über Chaos Communication Kongress mir nebenher ein bisschen Zeit genommen und habe quasi die Webseite auf die Leitfadenproduktionskette umgestellt. Also das heißt, das Repo, das LernOS-Repo, wo die Website drin liegt, die funktioniert quasi genauso wie die Leitfäden auch. Ne? Da sind jetzt hier in der Navigation, hat man hier schon den Einsprung, dass man eben schnell zu den Leitfäden auch kommt. Wir bauen jetzt in das Template ein, dass man schnell vom Leitfaden auch wieder zurückkommt, also dass man sozusagen übergreifend springen kann. Und warte mal, kann ich euch das irgendwo zeigen? Genau, da kommen jetzt auch Übersetzungen mit rein. Also man kann quasi die Webseite dann auch in die Sprachen hin und her springen, kann dann zu einem Leitfaden, kann innerhalb vom Leitfaden die Sprache wechseln und kommt dann zu der Webseite mit der Sprache wieder zurück, sodass quasi die
Webseite zusammen mit allen Leitfäden auch ein komplett browsbares Konstrukt ergibt. Ne? Das ist wie so eine, zwar die einzelnen Sites, die einzelnen Leitfäden werden einzeln gepflegt, aber insgesamt komme ich sozusagen da einmal durch. Ne? Und da arbeiten wir auch gerade dran, dass die Suche dann übergreifend ist, dass wenn hier jemand nach Getting Things Done sucht, dass ich es quasi auch im LernOS for You Leitfaden Seiten finde, wo Getting Things Done drin steht. Das sind dann so Feinheiten. Genau, also nur, dass ihr euch nicht wundert, dass sich das geändert hat. Das, wenn da jemand jetzt Ideen hat, also da wollen wir jetzt auch die Leitfadenteams, da haben sich einige gewünscht, dass man die hier vorstellt. Die Supporter fehlen noch, die kommen wieder drauf. Dann so regionale Treffen, wenn es die gibt. Also da wollen wir so Stück für Stück jetzt quasi diese zentrale Webseite auch ein bisschen ausbauen. Die haben wir ja sehr stiefmütterlich behandelt bisher. Falls da irgendjemand Lust hat, Webmaster zu spielen oder Informationsarchitekt oder, dann gerne melden. Aber das sind so Sachen, die laufen bei uns halt auch so nebenher mit. Ne? Wenn der Schmerz irgendwie groß ist, dann fasst man das an und baut es halt aus. Genau. Was vielleicht noch interessant ist, falls jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, eigenen Leitfaden zu schreiben. Wir haben ja dieses Repository LernOS Template. Die Webseite ist auch auf Basis von diesem Template gemacht und das ist so gedacht, da liegt quasi ein kompletter Leitfaden drin und der heißt als Untertitel dein eigener LernOS-Leitfaden in einem Sprint. Und das ist sozusagen das beste Know-how, was es im Moment gibt, wie man Leitfäden schreibt. Also die Idee ist, dass man dieses Repo, kann ich gleich noch zeigen, verwenden kann, wenn man anfängt, einen Leitfaden zu schreiben, als Template. Man klont es einmal und hat sofort schon eine komplette Infrastruktur mit den Markdown-Inhalten, mit der Produktionskette drin und hat gleichzeitig aber halt auch so Sachen wie, keine Ahnung, so eine Hilfestellung, gehen wir hier ein bisschen hinter, na, so Lebenszyklus, also gehe ich eigentlich ran, irgendjemand hat eine Idee, wie formuliere ich ein Ziel für einen Leitfaden, wie baue ich das Team auf und. Na, aber auch, wie schreibe ich, wie ist die Produktionskette, wie sind die Kapitel gedacht. Ne, also alles, was wir jetzt mit den Maintainern besprechen, werde ich dann nachher in der Session vorschlagen, dass wir das immer in diesen Leitfaden reinpacken, weil da gab es in Vergangenheit ganz viel, hier mal einen Blog und hier mal einen Connect-Eintrag und hier habe ich was per E-Mail beantwortet und so haben wir quasi wie so ein Handbuch zum Leitfaden schreiben. Langfristig, im Moment ist es noch recht rudimentär, aber wird besser. Weiß nicht, hast du Gedanken dazu? Oder auch wenn jemand Inhalt hat, ne, wo er sagt, habe ich mal meine Erfahrung zusammengeschrieben, gern mir uns irgendwie über den Zaun schmeißen oder in dem Template Repository in die Issues schmeißen und dann nehmen wir das mit auf. Ich habe auch noch eine lange Liste von Sachen, wo ich E-Mails geschrieben habe und so, die würde ich jetzt nach und nach einfach ergänzen, wenn Zeit ist. Genau, dann haben wir, das ist vielleicht auch noch spannend, nächste Learning Circle Experience, vierte mittlerweile schon. Die ist 28. Februar bis 25. Mai und hat dieses Mal den Podcasting-Leitfaden zum Gegenstand. Das machen wir ja immer so, dass die Leitfäden, die jetzt gerade irgendwie ein bisschen größere Überarbeitung erfahren, das ist beim Podcasting-Leitfaden der Fall, da werden jetzt gerade die ganzen Cutters ausformuliert und kommt ein ganzer Strang rein, Podcasting auf Office 365, also wie bilde ich das in Intranets ab? Und es kommt eine erste Idee rein für einen Videolernpfad. Also wenn ich jetzt keinen Audio-Podcast mache, sondern einen Videopodcast, wie geht das? Na, das heißt, hier haben wir das übliche Spiel. Na, wir machen eine Auftaktsession, eine Woche 0, machen quasi diese schlanke Begleitung mit Boxenstopp Woche 1, 2 und eine Abschlusssession, wenn alles gut läuft, auf dem physischen Corporate Learning Camp. Na, Corporate Learning Camp ist 25. Mai. Online klar, aber parallel auch in Hamburg und in Waldorf, falls nicht irgendwelche Varianten uns da noch dazwischen kommen. Waldorf ist bei SAP, beim Gerd. Da werden wir bestimmt dann auch einen Podcast-Tisch und so haben, wo man dann Sachen auch ausprobieren kann. Na, und hier gibt es eine zweite Brücke zur Corporate Learning Community. Der Termin ist so gewählt, dass das parallel zu dieser Mein Ziel 22 läuft. Das ist das Jahresprojekt in der Corporate Learning Community. Da hatten wir ja bisher drei so MOOCs, weiß nicht, wer da dabei war. Corporate Learning 2.0 MOOC, dann der MOOCathon und das MOOC Camp. Und für dieses Jahr, also es haben viele gefragt, wann macht er mal wieder eine große Aktion? Und dann haben wir überlegt, was wir machen und haben gesagt, wir bespielen mal nicht die Leute in einem MOOC mit Content, sondern die Grundidee ist, dass jeder sich ein eigenes Ziel sucht und das dann eben
alleine oder in einem Tandem oder gemeinsam durchläuft. Na, da gibt es die, warte mal, wo ist da der Blog verlinkt, diese Blogparade. Da gibt es quasi hier so ein Template, ne? Da seht ihr schon, ich will gemessen an. Also wo die Idee ist, dass Leute sich quasi für einen so einen Sprint nach OKR-Formaten Ziel suchen, das publizieren und das Ziel eben verfolgen. Und Blogparade heißt es deswegen, weil hier unten, ne, sieht man hier, ich glaube, wir haben 220 Anmeldungen oder so, 79 Leute da jetzt schon sozusagen ihr Ziel gepostet haben und erfreulicherweise auch gar nicht so schlecht mit dieser OKR-Denke. Also obwohl wir da wenig Erklärwerk bisher gemacht haben, ist das ziemlich gut aufgegriffen worden und kamen auch gute Nachfragen. Ne? Und die meisten Ziele, die da formuliert sind, sind wirklich in diesem OKR-Ansatz. Das wollen wir dann im Corporate Learning Camp auch nochmal spielen und so ein bisschen das ganze Thema selbstorganisiertes Lernen und Selbststeuerung und die Brücke zu OKR eben spannen. Na, da kommt der Termin her, dass die eben so liegt, weil da die Auftaktveranstaltung, glaube ich, am 25. Mai ist, 25. Februar, sorry, nicht Mai. Genau, und einer der Boxenstopps oder einer der Zwischenstopps ist das Audiobarcamp. Das weiß ich nicht, ob da von euch jemand letztes Jahr dabei war. Wir haben ja letztes Jahr im April, nachdem alle hier Zoom-Fatigue hatten und keiner mehr Videokonferenz machen wollte, haben wir das erste Audio-Only-Barcamp gemacht. So ein Barcamp, wo die ganzen Sessions nur Audio waren, also kein Video und kein Screensharing. Und erstaunlicherweise haben viele gesagt, dass sie das nochmal machen wollen. Und jetzt kommt auch gerade so dieser Ramp-up. Office 365 ist in Organisationen, SharePoint ist da für Websites, Stream ist da für Audio-Video, Yammer ist da für Podcasting-Communities. Also da ist gerade ziemlich viel Bewegung drin. Ja, und das heißt, das machen wir nochmal und binden das dann auch in diese Learning Circle Experience mit ein. Das ist am 23.04. Machen wir dieses Mal, hat schon für Kontroverse gesorgt, nicht in Mumble. Wir waren letztes Jahr in so einem Audio-Tool und machen das dieses Jahr in Microsoft Teams. Ursprünglich war Discord geplant, mal auszuprobieren, weil die Usability von Mumble nicht so toll war. Da kam aber ziemlich viel Gegenwind, dass das in vielen Organisationen verboten ist. Unter anderem von euch, Gerd, von zwei Leuten, die gesagt haben, Discord können wir auf keinen Fall verwenden. Und dann hatte Microsoft im Herbst ja diesen Music Mode angekündigt. Also da könnt ihr mal, ich ziehe mal gerade mein Teams-Fenster her. Also wenn ihr Music Mode habt, habt ihr hier oben diese kleinen. Und wenn man das hier anschaltet, ist der Music Mode an. Das heißt 128 Kilobit und 32 Kilohertz Bandbreite. Und das wollen wir dann quasi in dem Audio-Barcamp ein bisschen spielen. Und dann haben viele Firmen gesagt, sie wollen halt dieses Template, wie macht man so ein Audio-Barcamp, nach intern übertragen. Und da tut man sich natürlich mit Teams viel leichter als mit Discord oder sowas. Ne? Also da haben wir jetzt heute früh war Orga-Treffen, da haben wir letzte Woche angefangen mit den Orga-Calls, haben wir gesagt, die Kritik und gegebenenfalls den Shitstorm, warum machen wir ein Audio-Barcamp auf Teams, den halten wir aus und stellen da so ein bisschen die Argumente dagegen, warum wir das nehmen. Genau, und da wird halt auch, da ist so die Idee, wer da reinschauen will, das habe ich jetzt gar nicht verlinkt. Wir haben bei uns im Wiki unter wikicognion.de AudioPC 21. Das sind die ganzen Aufzeichnungen vom letzten Jahr. Und da gab es eine Session, Moment, Reichweite hier. Einsatz von Podcast-Partinnen-Netzwerken in Organisationen. Da ist der Hintergrund der, es gibt im Sendergate, das ist so die deutschsprachige Podcasting-Community, da gibt es das Muster von Podcast-Paten und Partinnen, das sind Menschen, die anderen dabei helfen, ins Podcasten einzusteigen. Ja, das ist einfach hier so eine Übersicht, so ein bisschen wie so ein Guide-Netzwerk, ne? Wer kann helfen und dann gibt es so Profile von den Leuten. Und da ist letztes Jahr auf dem Camp eben die Idee entstanden, oder ich habe die Session gemacht und dann gefragt, ob da Bedarf und Interesse da ist, solche Podcast-Partner-Netzwerke auch intern anzubieten. Ne, zu sagen, es gibt Leute intern, so ähnlich wie der Leonid bei Volkswagen oder so, der anderen dabei hilft, ihren eigenen internen Wissenspodcast aufzusetzen. Ne, und das wollen wir jetzt da eben weiterspannen, deswegen habe ich es hier beim Podcasting-Leitfaden dazu geschrieben. Ne, dass quasi die Idee ist, wenn jemand so ein Podcast-Partner-Netzwerk starten will, dass die gleich
den Podcast-Leitfaden als Ressource verwenden können und Material haben. Und wir dann auch noch so eine Landingpage, die man dann ins Intranet copy-pasten kann, dazu packen. Plus, und das ist in Firmen auch immer ein bisschen das Problem, ne, dass es kein anständiges Equipment gibt oder ich das nicht bestellen kann. Das ist im Moment hier noch ein bisschen versteckt, Podcasting-Leitfaden im Anhang. Da tragen wir gerade so eine Materialliste zusammen. Also da ist quasi so die Idee, wenn ich jetzt so einen Firmenrechner habe und natürlich, weiß nicht, Standardarbeitsplatz in einem klassischen Unternehmen hat halt kein Audio-Interface und kein Hi-Fi-Headset und so weiter. Was ist denn so Equipment, was ich verwenden kann und was sind so grob die Schmerzgebühr, die ich zahlen muss? Ne? Also da hängen hinten so ungefähr Preisklasse dran, was ich machen kann, was ich bezahlen müsste dafür. Und da wollen wir dann für so verschiedene, was weiß ich, für den Einstieg und dann, keine Ahnung, wenn man remote was machen will, wollen wir jetzt noch so Pakete schnüren und sagen, schaut mal nach, ob ihr das und das und das bestellen könnt, um eben intern über bestehende Tools dann auch podcasten zu können. Und das werden wir halt jetzt über die Learning Circle Experience hier ein bisschen ausbauen. Also falls ihr irgendwie im Netzwerk Leute habt, für die es spannend ist, oder auch so, ich habe so ein paar Kandidaten, die sagen mir schon seit 3 Jahren, dass sie einen eigenen Podcast starten wollen, aber jedes Mal, wenn ich sie treffe, ist er noch nicht gestartet, könnte der die darauf hinweisen. Genau, und dann, das ist wahrscheinlich hier der größte Punkt, LernOS Convention. Da ist heute früh 10 Uhr, war erst der Termin des Orga-Teams. Orga-Team ist ziemlich groß dieses Jahr, 11 Leute. Da steht jetzt der Termin. Falls jemand von euch ein Save the Date irgendwo im Kalender hat, könnte es sein, dass der noch 23. 24. Juni war. Das muss man verlegen wegen der Location. Also wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall hybrid werden. Wir gehen davon aus, dass man im Juli was mit Menschen machen kann. Die aktuellen Einschränkungen in der Location, wo wir sind, zeige ich gleich auch noch, sind 60 Personen vor Ort mit der Prognose, dass das im Juli aber ganz anders aussehen wird. Maximale Fassungsvermögen der Location sind 200. Theoretisch mit bisschen Zusammenrücken 250, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Wir haben jetzt mal gesagt, wir planen mal so vor Ort 100 bis 150 Leute und online nochmal das Gleiche. Also das ist so das Mengengerüst, gegen das wir planen. Jetzt schaue ich mal gerade, wohin das linkt. Das linkt noch dahin, das macht noch nicht so viel Sinn. Ich gehe mal auf das Orga-Pad. Ja, Mist. Eine eigene Seite. Projekte. Hier. So, mal zu. Genau. Und vom Grundraster wird es ähnlich sein. Also wir werden, wo ist das hier? Da mal ein bisschen größer. Schalte das mal aus. Das kann man auch ausschalten. Genau, wir sind hier in Nürnberg auf der Kaiserburg plus online. Ja, das ist für uns ganz gut, weil wir da schön aufbauen können. Das ist, Carsten, du kennst es ja, ne? Irgendwie 5 Minuten von dem Ort entfernt, wo ich gerade sitze. Ich dachte, du rekurrierst auf meinen Kommentar auf Twitter, dass ich da mal mit der Band im Turm gespielt habe. Aber das ist nur schlimm. Das ist genau da links oben. Ich glaube, es ist nur schlimm, wenn man Equipment hochschleppen muss und das falsche Instrument gewählt hat. Aber genau, es ist ja, super, ja, wir haben dann schön. Super. Das ist cool, ja. Wir haben einen eigenen Seiteneingang für Equipment. Also, das ist sozusagen der rechte Teil der Burg. Das Eigentliche, was ihr kennt vielleicht von Nürnberger Versicherung oder Nürnberger Versicherung haben das, ist noch links davon, die Kaiserburg. Also das ist ehemalig Stallungen und so weiter. Das wurde irgendwann mal komplett renoviert. In dem ganzen Gebäude ist eigentlich eine Jugendherberge. Und die haben aber in die Jugendherberge eine ziemlich coole Event-Location reingebaut. Das heißt, wir haben hier einen eigenen Zugang, haben auch die ganze Fläche für uns alleine. Haben so einen kleinen Terrassenvorplatz, der dann schon Veranstaltungsraum ist. Na, so sieht es innen aus. Also eine große Fläche, die ist so ein Tick größer, als sie bei euch war, Alex, von der Grundfläche. Plus wir haben oben den Balkon, also auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist oben drüber nochmal Fläche. Die haben ein ziemlich großes Lager mit Sitzsäcken und so weiter. Also das können wir komplett bestücken, dass wenn Leute sich in Online-Sessions einwählen, die nicht in dem Breakout-Raum vor Ort stattfinden, dass die sich da oben in den Sitzsack klümmeln können oder so.
Haben eine sehr gute Technikausstattung. Also da ist irgendwie an alles gedacht, dass man Lichter über DMX dimmen kann. Die Audio-Technik ist zwar vorne drin, ist aber alles nach XLR nach hinten gelegt, dass man wieder Front-of-Hall-Tisch hinten machen kann. Es laufen HDMI-Extender-Kabel nach vorne, dass man von hinten quasi die ganze Einspielung machen kann und das dann auf dem Beamer anzeigen kann. Also das ist so der Eindruck von innen unten. Dann haben wir 4 Breakout-Räume, 2 große, das ist ein großer, die auch alle Breakout-Räume haben eigene Unify-Hotspots. Also da liegt amtliches WLAN drinnen, dass du da nicht irgendwie so ein Fummel-WLAN, wie man das oft im Hotel hat, ne? So ein Hotspot pro gesamte Location hat. Und sie haben ein eigenes LAN liegen für Streaming. Also wir kriegen quasi ein vom Gäste-WLAN getrenntes LAN für alles, was wir streamen wollen. Oder wenn wir wollen auch gucken, dass wir Leute reinschalten können in die Veranstaltung, ne? Dass irgendwie Vorträge, wenn der Impulsvortrag von Remote kommt, dass wir den nach innen holen und eben auch alles, was innen passiert, nach außen streamen. Dafür können wir dann komplett LAN benutzen. Genau, das ist nochmal der Blick von vorne nach hinten. Die Empore, wir haben gestimmten Flügel hinten. Also das wird die Challenge für die Abendveranstaltung sein. Da sollte was Musikalisches drauf stattfinden, den wir einmal irgendwie nutzen wollen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Pianist ist, dann könnt ihr da jetzt schon mal die Hand heben. Genau. Ja, Piano und Saxophon wäre doch eine gute Kombi. Ja, Saxophon passen, ist oder? Das Zweitinstrument, da war ja der Witz, den Amateurstatus zu erraten. Also ich meine, beim Klavier auch so, aber das ist ja völlig, ist ja eben das, naja, aber man muss üben. Ja, damit könnten wir wieder spielen. Aber deswegen sage ich es schon mal rechtzeitig. Ohne Üben geht nichts. Genau, also das sind die Räume, das ist ein noch ganz kleiner, warte mal, die mittleren, die sind so. Also wir haben 2 so mittlere und 2 große und einen ganz kleinen. Also können 5 Breakouts machen, plus die Empore, plus der große Raum. Plus da, wo man reingeht, hat man quasi so einen kompletten Empfangsbereich. Ne? Also hier, dies, was ich vorhin gezeigt habe, von außen kommt man hier so rein. Kann man hier so Infodesk machen, da ist eine Bar hinten drin, die man aufmachen kann, wenn man will. Hat vorne links, also hier so, komplett Garderobe. Ne, das war bei euch, Alexa, in München. Haben wir die Leute dadurch die Location routen müssen, weil die Garderobe hinten in dem Raum waren. Also das können wir hier nach vorne verlagern. Und es geht quasi hier die Treppe hoch. Ne, und oben, also hier kommt man jetzt raus. Oben hat man nochmal so einen kompletten Ring außenrum, der mit Sofas bestückt ist. Also wo man dann, was weiß ich, für Einzelgespräche oder wenn jetzt jemand an der Session teilnimmt, die online ist, ne, und nicht in einem Raum vor Ort, kann ich mich da mit dem Notebook und einem Headset irgendwie in so ein Sofa lümmeln und daran teilnehmen. Das läuft oben ganz rum. Man hat von der Burg den Blick auf die Altstadt, da jetzt leider nicht mit so schönem Wetter. Und ich kann von oben quasi runterschauen in diesen Empfangsbereich. Ne? Also es machen viele so, dass sie dann da so Eröffnungen da machen. Da sind wir gerade am Überlegen, ne, was wir in welchem Teil der Location machen. Und den haben wir quasi vom 5. bis 6. Juli und werden das wahrscheinlich auch wieder so machen wie im letzten Jahr, dass wir am 5. irgendwie Nachmittag anfangen, 13 Uhr wahrscheinlich, damit früh alle in Ruhe anreisen können und Assemblies aufbauen, mal letzten Aufbauarbeiten machen kann und das halt ruhig und entspannt losgeht. Genau. Also da wird es dann auch beim nächsten Community Call, da machen wir jetzt die nächsten 2 Termine, sind wir Freitag 10 Uhr, ist Orga-Call, machen wir so Veranstaltungsdesign. Da wird halt jetzt die große Herausforderung sein, wie macht man die perfekt hybride Veranstaltung? Also wo wirklich Leute auf Augenhöhe, dass es egal ist, bin ich zu Hause bei mir, bin ich ganz woanders, bin ich vor Ort, dass man möglichst an allem gleichberechtigt teilnehmen kann. Also falls da jemand mithirnen will, gerne irgendwie auf mich zukommen oder im Chat aufschlagen. Das ist so ein bisschen die Challenge, die wir uns geschnappt haben für dieses Jahr. Erster Eindruck? Ja, gigantisch. Kasten hat endlich seine MyNC22-Challenge gefunden. Ich glaube, Alex, bei dir ist ein anderes Mikro ausgewählt. Das hallt recht. Ich glaube nicht, dass das ist, was vor deinem Mund hängt, was man hört. Ich hätte klar. Ja, also ich hatte erst ein bisschen Bauchschmerzen, bevor ich da rein bin, weil ich hatte so ein paar Bilder im Netz gesehen, da wusste ich nicht so genau, wie die Rahmenbedingungen sind. Als wir dann durchgegangen waren, stand ich draußen und habe mir überlegt, was würde ich mir noch wünschen zusätzlich und bin auf wenig gekommen.
Also ich fand irgendwie, dass das für die Art von Veranstaltungen eigentlich echt ein perfekter Ort ist. Und auch der Hausmeister-Techniker, der mich da durchgeführt hat, der hat ziemlich schnell gemerkt, dass wir da so ein paar besondere Anforderungen haben, was so Technik und so angeht, weil die normalerweise halt eher so Events von der Stadt oder so drin haben, die halt sehr konservativ sind. Und der hat schon signalisiert, dass er uns da auch unterstützen würde und Bock hätte, dass das was richtig Cooles wird. Also wenn wir da extra Wünsche haben, hat er gesagt, sollen wir uns nicht scheuen, da auf ihn zuzukommen. Genau, also wie gesagt, da geht nächste Woche, geht die Landingpage schon mal raus, kriegen alle, die schon mal auf der LostCon waren, eine E-Mail auch. Und ich denke, beim nächsten Community Call wissen wir da auch ein bisschen mehr. Genau, und dann haben wir noch, das hängt da gleich dran, seht ihr vom Datum. Wir haben in dieser Woche 4. bis 8. Juli ist hier in Nürnberg das Nürnberg Digital Festival. Das ist erwachsen aus ganz früher mal der Webmontag, der bei uns in dem Besprechungsraum gestartet ist. Und dann war es irgendwann mal die Webweek und dann ist es umbenannt worden in Digital Festival. Das heißt, das ist so eine Veranstaltung, die hat am 4. abends ein relativ großes Opening immer. Das sind so, muss man gucken, wie es jetzt in Corona ist, aber es wird Open Air sein. Und in der Regel sind es so 1000, 1200 Leute im Opening. Na, und da haben wir uns halt überlegt, an so eine Veranstaltung könnten wir uns mit dem Vorabendtreffen irgendwie andocken, weil da ziemlich viele coole Leute auch unterwegs sind. Ne? Das heißt, wer am 4. schon kommt, hätte man da die Möglichkeit für Events. Und es haben einige von den Leitfadenteams angefragt, die gesagt haben, sie würden ganz gern mal einfach auch ein, zwei Tage am Stück an einem Thema arbeiten. Und da haben wir gesagt, tun wir einfach so einen Hackathon-Blinddarm hinten an die LostCon dranhängen. Das heißt, wer Lust hat und auf so eine Woche Summer School Woche in Nürnberg, kann dann hier bei uns in der Akademie aufschlagen. Kann man dann auch parallel an Digital Festival Events teilnehmen und dann kann man hier einfach gemeinsam an Sachen arbeiten. Das ist jetzt von der Planung noch ein bisschen zurückgestellt, weil das relativ straightforward sein wird. Aber ich tue es schon mal so platzieren, auch nachher bei den Leitfaden-Maintainern, dass das schon mal alle wissen, ne, falls da jemand Bock hat, was zu machen. Genau. Ja, das sind eigentlich so die Sachen, die ich erzählen wollte. Da noch Gedanken so insgesamt oder auch noch andere Themen jetzt? 10 Minuten haben wir noch, theoretisch. Müssen wir aber auch nicht ausfüllen, wenn wir nicht keine Themen haben. Ja, beeindruckend, sowohl die Location, als Exil-Nürnberger in München freut man sich ja immer, wenn in der Heimat mal sowas richtig Cooles gemacht wird und da jemand mal was nachdenkt. Also bin ich schwer begeistert. Klar, Hybrid wird auch nochmal eine Challenge, ja. Ja, also da könnte man, wenn ihr da Meinungen habt, das, was wir heute früh mal so diskutiert haben, ist, dass man für Hybrid eigentlich diese ganzen Tools, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren verwendet haben, also Remo und Wanda und Work Adventure, nicht mehr verwenden kann, weil die einfach mit der physischen Location brechen. Also weil keiner mit dem Notebook irgendwie durch Räume läuft und seinen Avatar da rumschieben. Ne? Da war neulich vor Weihnachten im Termin, war der Harald, hatte ich da mal mit ihm gesprochen, Harald Schirmer. Der hat gesagt, ja, da könnte man irgendwie Kameras und dann werden die Leute getrackt irgendwie oder man gibt den NFC-Badge. Nein. Ja, und dann habe ich auch gesagt, ja, aber wahrscheinlich nicht Juli 22, sondern das ist zu irgendeinem späteren Zeitpunkt. Und im Moment sind wir eigentlich von der Diskussion so weit, dass wir sagen, der Backbone, um physisch und virtuell zusammenzubringen, ist Multikanal Textchat. Also der Gedanke ist quasi so wie wir 2019 die Telegram-Gruppe dahinter hatten als einkanaliger Messenger, jetzt dahinter ein Slack-Netzwerk zu legen und zu sagen, jeder Ort, jeder Raum, jeder Session hat einen eigenen Kanal, wo die Ressourcen, die ich brauche, also sowas wie wähle ich mich in die Konferenz ein und so eben hinterlegt sind, angepinnt sind, ne, wo alle gleichzeitig miteinander sprechen können, egal wo ich bin, wo man dann in der Lokation mit entweder QR-Codes oder ich weiß nicht, wer das gesehen hat, ich hatte es letzte Woche gepostet. Ich habe hier mal so ein NFC-Starter-Kit bestellt. Na, da kannst du halt so NFC-Tags, die kannst du irgendwo hinhängen oder irgendwo auf Poster kleben.
und gehst dann mit dem Smartphone vorbei und hältst es dran und bist dann automatisch auf irgendeinem Link oder in irgendeiner Videokonferenz, also um das so zu bridgen. Ne? Da werden wir jetzt aber anfangen, drüber nachzudenken, ne? Aber das ist so der Stand. Ich weiß nicht, ob von euch da jemand irgendwie sagt, geht gar nicht oder habe ich jetzt noch, bin ich gerade am Planen, wir machen so und so. Also da, das wird halt so ein bisschen das Neue sein dieses Jahr, sich das zu überlegen, ne, wie das funktioniert. Bis hin zu Remote Catering. Da haben wir jetzt auch so ein Unternehmen aufgetan, was dem sagt man quasi, hier ist eine Liste von Leuten, die remote becatert werden wollen. Und dann schicken die den Leuten eine Landingpage und man sucht sich selber regional, zwecks Nachhaltigkeit, irgendwie Lieferdienst aus und sagt, ich hätte gern Pizza 37 in groß und das Tiramisu und die sorgen dann dafür, dass das rechtzeitig bei dir ist. Und das übernehmen die aber komplett als Full Service, ne? Weil wir gesagt haben, das können wir nicht übers Orga-Team stemmen. Das hat man bei der Chaos Communication Kongress jetzt und das hat super funktioniert. Da waren 70 Leute oder 80 Leute sogar und nur bei einem kam das Essen 10 Minuten zu spät. Ja, also auch das sind so Sachen, wo man gerade halt überlegen im Orga-Team. Aber ich weiß nicht, ob ihr da jetzt schon Erfahrungen gemacht habt mit so Hybrid. Das läuft ja wahrscheinlich erst ab April, Mai an. Oder auch aus dem Sommer letzten Jahres, wo er sagt, das ist so Best Practice oder schaut euch mal das an. Ja, die Hochschulen diskutieren das, die Schulen und die Hochschulen diskutieren das ja zwangsläufig rauf und runter. Ja. Ja. Und meistens eben sehr polarisiert. Also das kann ich auch aus meinen 10 Jahren Wissensmanagement-Community, kann ich dieses Polarisieren durchaus nachvollziehen. Und die Herausforderung ist halt wirklich, dass du, ja, ich glaube eher, dass die Präsenz eben nicht entwertet wird durch die Remote-Teilnehmer. Natürlich, die Remote-Teilnehmer aufzuwerten hier mit Remote-Catering ist natürlich super, aber die Hauptherausforderung finde ich immer, dass, wie gesagt, die Präsenz nicht entwertet wird. Aber ich sehe es halt nicht so polarisiert, wie die Schul- und Hochschulleiter und Dekane, die natürlich nochmal so ein bisschen anderen Fokus haben, weil sie dann auch überlegen, wie eben Unterricht gestaltet wird. Das Hauptstreitpunkt, ja immer semi-juristisch oder pseudo-juristischerweise, ist immer der Ton. Ne? Das weißt du ja selbst. Wie kriegt man es mit dem Ton hin, wenn ich mich da jetzt durch den Raum bewege, in so einen virtuellen, akustischen Raum gehe? Wie kann ich das machen? Aber ja, ich glaube schon, man bekommt das hin. Aber eben nur mit genau den Überlegungen, die ihr euch jetzt da auch vorher schon macht und nicht mal so ad hoc mit Standard-Equipment. Ja, genau. Ja, das ist so. Also wir denken schon drüber nach, den Räumen eine Basisausstattung zu geben. Wir haben mal experimentiert mit den, es gibt so diese Anklips-Mikrofone, ne, die du Leuten anklipsen kannst. Das sind so, ja, was ist das, so 4x4 Zentimeter Sender, Empfänger und die muss man halt vorne dann an so ein Audio-Interface packen, aber da geht es schon los. Ne? Selbst wenn du ein 8er Audio-Interface hast und die kannst du dann nochmal splitten auf 2, dann kriegst du da 16 Personen abgedeckt, was dann eine relativ kleine Session ist vor Ort. Dann hast du Leute, die vergessen, das abzuklipsen und nehmen das mit, dann sind die Dinger weg oder einer marschiert aufs Klo im schlimmsten Fall. Ja, dann hörst du den in der Videokonferenz. Ne? So Sachen, also da kommst du dann nicht drum rum, dass du für jeden Raum eine Betreuung wieder extra hast. Na, deswegen sind wir im Moment eigentlich so eher auf dem Trip zu sagen, wir packen da, ich sag mal, gutes Consumer-Equipment in jedem Raum. Also heißt, du hast ein Display da stehen, du hast vorne irgendwo zentral im Raum eine recht weitwinklige Webcam. Mhm. Also im einfachsten Fall sowas wie Logitech C39 oder so, die halt den Raum einfängt, so ähnlich wie Foto, was ich gemacht habe. Oder man macht sogar sowas wie Logitech Meetup, also die so ein bisschen folgen kann, wo was passiert. Und macht aber Audio nicht über diese Videobars, sondern packt eben auf die Tische eine zentrale Freisprech mit 2 Satelliten, dass die an die Tischenden noch dran reicht. Na, und das ist dann, und dann quasi alles Display, Webcam und Freisprech idealerweise an einen Hub, an einen Docking-Hub. Das ist auch schon wieder das Problem, ne? Wenn alle USB-C hätten, könnte man so eine USB-C-Kiste dahinstellen. Das haben aber viele nicht. Ne? Dann musst du HDMI extra machen. Aber dass, so, dass du einen Platz hast, wo du sagst, da kommt dann jemand mit seinem Rechner. Im schlimmsten Fall steckt er dann 2 Kabel an. Einmal HDMI und einmal USB-C, USB. Und an dem USB hängt halt Kamera und Freisprech. Und
dann könnte man standardmäßig halt Videokonferenzen bereitstellen. Und wenn jemand sagt, ich will jetzt aber das mit Zoom machen oder so, ne, bring your own Video Service, dann kann der da einfach was anderes machen und halt einfach nur Freisprechen und Kamera dann verwenden und das Display. Also das ist so grob die Denkrichtung im Moment. Ja, ja. Ja, also man kann ja sozusagen Low Quality, wenn ich in dem Raum irgendwie trotzdem noch in Audiokanal will, vielleicht geht ja da was mit Headset und Mobiltelefon, hat ja jeder dabei. Ja. Ja. Das ist natürlich die Frage, wie viel das WLAN dann hergibt. Aber, und ansonsten den ordentlich halt den Raum streamen. ja. Vielleicht eben mit vier Mikrofonen oder was, wenn man die hinbekommt, die halt dann keiner mit aufs Klo nimmt, sondern die halt dann zum Ja, in dem großen Saal werden wir auf jeden Fall das Setup nachbauen, so wie wir es im Chaos Computer Club immer haben, mit mobilen Raummikrofonen. Ja, okay. Und wir wollen halt dieses Jahr auch, wir haben quasi bei euch, Alex, in München, waren die Streams noch kleines HD, also 720p. Ich habe jetzt mal so den Anspruch formuliert, ich will eigentlich dieses Jahr auf Full HD gehen, also dass wir wirklich mit 1080p streamen. Und da ist halt noch so ein bisschen der Knackpunkt, wie macht man die Einbindung, ne? Weil sobald du Stream hast, hast du quasi 10, 20 Sekunden Zeitversatz und kannst dann Leute nicht so ganz einfach von Remote irgendwo reinnehmen, ne? Das nimmt so ein bisschen die Interaktion raus. Aber ich würde ungern irgendwie in so einer coolen Location sein und dann mit so Teams oder Zoom Videoqualität streamen, ne? Das muss schon eher Netflix sein. Mal als Anspruch. Ob das dann klappt, weiß man immer noch nicht. Da wollen wir jetzt den Ragnar Heil und den Michael Kreth und den Alex Egger mal einbinden, weil die da ziemlich viel machen in die Richtung und mal schauen, was die so dazu sagen und zu was für einem Setup wir da kommen. Aber auch da, falls irgendjemand Lust hat, da mitzuhören oder Ideen hat, gerne rühren. Na cool, dann sind wir durch. Zeit ist auch. Manche sind schon rausgesprungen. Wie gesagt, falls jemand Interesse hat, 14 Uhr gibt es diesen Erfahrungsaustausch LernOS Maintainer und Carsten. Wir sehen uns danach zur Weiterarbeit am Core Canvas. Hier verwenden wir einfach den MS Teams Link von jetzt. Den packe ich gleich auch nochmal unten dran. Und hier unten gibt es ein eigenes Jitsi-Konferenz. Da ist auch der Link da. Very good. Perfecto. Very good. Dann bis später. Danke euch. Ja, ciao, ciao. Ich sehe schon ein schönes Wochenende. Vielleicht bis später. Ja. Tschüss, tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao.